Also meine Damen und Herren, guten Tag. Also grüezi miteinander, wir haben gesagt, wir haben Dialekt. Also auf vielseitigen Wunsch. Und ich freue mich ganz besonders, die spezielle Konstellation heute zu begrüßen. Da gab Ischblis und Rosa La Palla, die Künstlerin. Und ich selber mal etwas verkünden, einfach die ganze Welt schon weiß, dass uns eine langjährige Freundschaft verbindet. Ebenso wie du eine langjährige Freundschaft hast mit Ursula Palla, die habe ich eigentlich dort oben mehrmals entdeckt und in Glanzform mit ihrem Werk wo sie, und auch Situationen, wo sie auf der Arbeit reagiert hat. Dem verbindet uns natürlich noch etwas anderes, weil wir sind beide im Garten von Claude Monet in Giverny. Ich schon mehrmals und du hast sogar einen Abend gemacht darüber und da ist vielleicht der Anfang für das Gespräch. Also, und da wird heute sicher noch zur Sprache. In dem Fall wünsche ich Ihnen einen guten, schönen Moment mit den zwei Damen. Ja, ich fange gerade an. Ursula und ich kennen uns wirklich schon 30, 40 Jahre vermutlich. Und ich denke ursprünglich über die Ausserrhoder Kulturstiftung. Sie hat appenzellische Wurzeln. Und ich komme von Appenzell und habe mit der Kulturstiftung von Anfang an mitarbeiten. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns kennengelernt. Und sie als wunderbare Künstlerin dazumal wirklich auch mitentdecken. So hat man sie noch nicht gekannt und hat noch nicht geahnt, dass so etwas Fantastisches aus dem künstlerischen Lebensweg kann werden kann. Zur Biografie, also sie ist 69er, ist in Chur geboren, das hört man noch. Und wenn jemand nichts versteht, einfach melden oder auch sonst unterbrechen, jederzeit möglich. Und sonst würden wir dann sofort umstellen auf Hochdeutsch. Sie hat im 89 bis 92 die F&F-Schule für Kunst- und Mediendesign in Zürich gemacht. Das ist interessant insofern, dass heute war ja wie klar, heute geht man an ZHDK. Und ZHDK hat es hier in dieser qualitativ hochstehenden Form überhaupt nicht gegeben, sondern die Zürcher Hochschule ist alle klein, nebst den internationalen Destinationen von Wien und Düsseldorf können an. Kenk gesehen dortmal und der von der F ist so wie ein kleiner Geheimtipp gesehen, also die, wo wirklich nebens händ wählen, händ probiert mit der F und F dort reinzukommen und dort sich die Ausbildung holen. Sie hat dann gerade anschließend auch Videokunst an der gleichen Schule unterrichtet bis im 99. Dann wollen wir aber viel mehr auf die Arbeit von ihr eingehen. Ich denke, das ist spannender. Ursula Palla konfrontiert sich oder wird all wieder konfrontiert mit realen Begebenheiten, sage da Räume, Ort, spezielle Situationen, eine Pflanze, eine Landschaft, ein Berg, ein Thema. Und sie lässt sich, wie fast niemand, den ich kenne, auf eine ganz spezifische Art, auf so ein Thema und auf Ort, Örtlichkeiten ein. Es fängt sofort an wie ein Blitz in ihrem Kopf. Also wir haben das Gefühl, es sieht nebens, macht eine kleine erste Recherche und dann fängt das Recherchieren wirklich an. Als Künstlerin hat sie so einen ganz intensiven und differenzierten Zugang für Situationen. Sie forscht, ist eine künstlerische Forschungsarbeit und gleichzeitig aber auch eine reale Forschungsarbeit. Sehr akribisch, manchmal fast bis zum Exzess. Für mich ist ihre Arbeit wie eine Antwort auf so ein Forschungsthema. Eine grosse Auseinandersetzung. Sie schafft es, um neue Sichtweisen zu schaffen. Hier zu Kreuzlingen, ich bin ganz begeistert und tief beeindruckt, vor allem auch von dem einerseits im Köller, ich hoffe, ich habe da alle gesehen, vom, wo sie den berühmten Rosenteich von Claude Monet im Garten als Spiegelung nachgebaut hat.
quasi ein Ausschnitt davon. Darum hat er so eine wunderbare Dimension. Es ist wirklich klar, dass es ein Ausschnitt ist. Ausgelegt mit Spiegel, mit 30 auf 30 Spiegelplatten, wo wirklich wie eine Wasserfläche daherkommt, wo sich in der Wand durch ein bisschen Licht einfach spiegelt. Also man hat das Gefühl, das Wasser ist sichtbar. Man sieht die Tiefe ab. Die Decke vom anderen Raum spiegelt sich im Keller weiter. Also eine Dimension, die ganz neue Dimensionen eben darstellt. Man muss nicht wissen, dass das aus dem Garten heraus entstanden ist, sondern man kann sich dort einfach hineinlesen und hineinbegeben, und es ist eine wahnsinnig wunderbare Erfahrung. Ich habe gemerkt, dass die Langmatt eine Ausstellung, das letzte Jahr, glaube ich, vorletztes Jahr, 17. Ah, das ist schon 13, ja, ist gleich. Also, die Langmatt-Ausstellung in dieser Villa Langmatt hat eine ganz interessante Geschichte, und da möchte ich, dass Ursula selber etwas zu dem sagt. Aber ich habe das Gefühl, wenn man sie jetzt so fast Jahrzehnte ja kennt, als selbst noch mal ganz einen wichtigen Stützpunkt oder neue Ausgangsposition siehst, wo Ebenen auf eine ganz spezielle Art bestehende Ebenen neu inszeniert worden sind, wo neue Kontakte geschaffen worden sind und auch wo die Zukunft weitergegangen ist, so wie es jetzt auch hier hat können zustande kommen. Darf ich dich bitte mal ein bisschen erzählen, wie ist es zu dieser Langmatt-Ausstellung, wo ich denke, künstlerbiografisch ist die ganze wichtige Station gekommen ist. Also ich bin 2011 eingeladen worden, in der Langmatt Intervention zu machen. Und die Villa Langmatt ist ja das ehemalige Wohnhaus von Sydney und Jenny Braun-Sulzer. Und die Familie Braun, also Sydney Braun und sein Bruder, die haben ja mit dem Walter Boveri BBC gegründet, also die jetzige ABB. Und die Familie Sydney und Jenny Braun Sulzer, also sie kommt aus der Sulzer-Familie von Winterthur, sind also Industrielle gewesen. Die haben sich in Baden niedergelassen, haben eine Villa gebaut und haben dann halt angefangen, Kunst zu sammeln. Jenny Braun Sulzer ist vor allem da prägend gewesen, weil sie hat Kunst in München studiert während einem Jahr. Ja, und am Anfang von dieser Zeit war es mehr Kunst aus Deutschland, weil sie Kontakt hatte. Das hat sich dann geändert. Karl Montag, der Maler, war ein guter Familienfreund. Und er hat ihnen gesagt, man setzt jetzt auf die impressionistische Kunst. Das war also um die Jahrhundertwende. Vom 19. zum 20. Jahrhundert. Sie haben dann angefangen, Impressionisten zu sammeln. Und das ist so weit interessant, dass der erste Cézanne, der in der Schweiz gezeigt worden ist, ist in der Villa Langmatt gsi, oder immer noch. Und da gibt es noch eine schöne Geschichte dazu. Das sind die Äpfelarbeiten mit dem Tischtuch, wo chli Leerstellen hat. Und das Bild hat als nicht fertig gehalten. Und die haben viele Abendanlässe gehabt, haben das Bild immer ins Schlafzimmer versorgt. Also ich habe mich während zwei Jahren sehr mit der Geschichte der Familie beschäftigt, aber auch mit der Kunst, also mit der Sammlung, die sie hatten. Und mich hat das sehr berührt, einerseits, dass sie die Familie, also vor allem Sydney Braun, Walter Boveri, und also dass die eigentlich europäische Industriegeschichte geschrieben haben. Sie haben die ersten Turbinen in Europa entwickelt und gebaut, und die hat man in Deutschland dann installiert. Und es ist eigentlich so um die Elektrifizierung gegangen, und ich bin ja Videokünstlerin, und das hat mich irgendwie total zu vielen Arbeiten inspiriert, also zum Beispiel zu der Serie Sunflowers, und ich mich nicht mit künstlichem Licht und natürlichem Licht auseinandersetze. Und eben, das ist jetzt genau der Punkt. Ich habe künstliches Licht gesehen in dieser Villa und habe gedacht, das ist ja wahnsinnig interessant, dass diese Familie gerade Bilder sammelt, wo eigentlich das natürliche Licht der Hauptgegenstand ist im Impressionismus.
Und habe das wie einen Bruch gesehen. Und ja, dann habe ich die Sammlung genauer angeschaut. Unter anderem hat es ja, Cézanne halt, und wo jetzt nicht unbedingt impressionistisch ist, aber das ist auch dann gesammelt worden. Und dann eben auch Monet hat es einen, hat es nur einen gehabt. Und das habe ich wahnsinnig auch interessant gefunden. Ich habe mich dann an die Briefe gelesen. Ja, und dort drin ist dann geschrieben gewesen, dass sie eigentlich Monet nicht so gerne haben. Und Monet ist in der Schweiz, es hat ja noch andere Sammlerfamilien gegeben, wie Sulzers oder Reinhardts und so. Und, oder Hahnlosers von der Villa Flora in Winterthur. Monet ist bei den Schweizer Sammlerinnen und Sammlern, also ich zitiere jetzt Lukas Glor, hat gesagt, ist nicht so en vogue gewesen, man hat Monet nicht so mögen. Aber damit die impressionistische Sammlung komplett ist, habe ich einfach noch einen Monet gekauft. Und der Eisschollen auf der Seine, auf das Bild, das ich mich jetzt beziehe, war so eine aus der B-Serie gewesen. Also relativ günstig zu haben. Und das habe ich natürlich super interessant gefunden. Also wer sagt, das ist jetzt eine A-Serie, wer sagt, es ist eine B-Serie. So. Und das hat mich interessiert. Dann hat mich interessiert, wie es zu dem Bild kam. Und ich habe dann gelesen, dass das Bild ist um 1878 entstanden, im Winter, dass es dann eine grosse... Es war ein ganz kalter Januar. Und die Seine ist sogar stellenweise eingefroren. Und als es wieder auftaucht ist, so im Januar drin, Ende Januar, hat es Überschwemmungen gegeben. Das war eigentlich eine Katastrophe für Paris und um die Umgebung. Und wenn man so will, ist die Bildserie «Eisschollen auf der Seine», das sind 8 Bilder, ist das eigentlich eine Auseinandersetzung mit einer Katastrophe, einer Naturkatastrophe. Und der Mann ist ja nicht bekannt, dass er eigentlich so solche Bilder gemalt hat. Und das hat mich interessiert. Darum bin ich unter anderem dann auf Paris, auf Giverny, habe die Stellwelle gesehen, auch im Winter, im Januar. Was ist das für eine Kälte? Wie hat sich der Künstler dem ausgesetzt? Gibt es noch Spuren davon? Ich habe einiges gefunden, habe dann eine Arbeit dazu gemacht, die mich lange matt gesehen hat. Und auf dem Weg sind wir am Garten vorbeigekommen und ich habe meiner Begleiterin gesagt, ich will den Garten jetzt im Winter mal anschauen. Ich habe ihn schon vom Sommer her gekannt. Wir sind dort rein, es war natürlich geschlossen, aber wir sind gleich reingekommen. Und dann habe ich vor allem einfach einen Wintergarten gesehen, wo so Restbestände sind und ein Haufen Unkräuter, sogenannte Unkräuter. Und das hat mich gerade fasziniert. Wir wissen ja alle, dass eigentlich das Frühlings- bis in Sommergarten, also bis in Herbst, das ist ja ein konstruierter Garten. Also ist eigentlich, er suggeriert Natur vor, aber es ist alles konstruiert. Also es ist, jedes Pflänzchen ist gesetzt. Sobald etwas verblüht, wird es ausgerissen, kommt etwas Neues her. Und das ist eigentlich ein Garten gewesen, wo er für sein Auge gemacht hat. Das war im Prinzip für mich dann wie eine Kunstinstallation. Und da habe ich genau das Gegenteil gesehen. Und ich habe in dem Moment gewusst, es gibt einmal eine Arbeit, wo ich mich mit dem Gegenteil von dem konstruierten Garten, der fürs Auge gemacht ist, auseinandersetze. Ja. Ja, ich denke, hier innen ist jetzt eines der grossen Stichwörter. Ich habe mir ganz viel, ich habe nicht einen Text für mich notiert, sondern einfach verschiedenste Stichwörter. Und eines davon ist Bruch, Brüchigkeit, Umbruch, wo zentral, wo eigentlich ein ganz grosser Aspekt in deiner Arbeit drin ist. Du wirst ja viel zitiert als in der Auseinandersetzung zwischen Kunst und Künstlichkeit, zwischen Natur und Kunst, wo die Gegensätzlichkeit oder vielleicht eben auch nicht. Und das ist auch spannend, wie du in deiner Arbeit solche Themen angehst. Und das ist jetzt, darum ist das natürlich eine wunderbare Geschichte. Und auch so typisch für Ursula Palle, dass sie eben quasi die Recherche geht weiter, oder? Der Teich und die Bilder und alles ist in allen Köpfen, wir kennen das. Aber um quasi den Händen zu schauen
Und auch da im Winter mal anschauen und schauen, was gibt es denn her und wie sieht eben so ein Unkraut aus, wo eben auch in dem künstlichen angelegten Teich ist, wo in dem Garten ist, wo wirklich wie ein Kunstprojekt und nicht wie ein Naturprojekt ursprünglich gedacht ist, sondern dort die Natur herausfordern und die dort rausholen. Und da ist jetzt hier für Kreuzlinge in einer fantastischen Art entstanden. Also, du hast die Pflanzen gesucht, die definiert, hast die vielleicht teilweise ein bisschen mit hingenommen, aber nachher da die nachgesucht. Und was wir hier sehen, in dieser ganz feinen Installation mit dieser Projektion und diesen 100 Skulpturen, die hier den Raum ausmachen, Skulpturen, die nicht einfach getrocknete Pflanzen sind, die man vielleicht auf Anhieb meinen könnte, sondern es ist Bronzeguss, eins ums andere und jedes ist ein Original. Vielleicht interessiert es euch technisch, wie so etwas zustande kommt. Es ist total etwas filigranes. Man kennt, ein Guss ist normalerweise eine Garantie, dass man mehr als einen Abguss machen kann und eine Möglichkeit, auch zum andere auch wirtschaftliche Verbreitung ins Volk zu bringen. Aber du hast natürlich den Weg nicht gescheut, dass es, und vielleicht sagst du, wie es zustande gekommen ist oder wie da gemacht worden ist, dass also jedes Stängeli hier ist ein Einzelwerk und kann nicht nochmal gemacht werden. Also erstmals da zu sehen, also darum ist für Kreuzlinger glaube ich ganz nicht, dass so eine Installation nicht jetzt einfach wieder aufgebaut wird, sondern für da entstanden ist und wir hoffen, dass sie dann natürlich irgendwie weitergehen kann. Aber ich glaube, es wäre so noch ein bisschen als technischer Input interessant, wie du vorgegangen bist. Ja, also eben, als ich den Garten gesehen habe und gewusst habe, ich will mit dem Garten arbeiten, ist mir gerade klar geworden, das ist eigentlich eben das Gegenteil und das ist im Prinzip wie der Schatten von dem Monigarten. Dann habe ich mich auch gefragt, oder wer zahlt quasi den Preis, oder, dass man das Schöne sieht. Und das sind eigentlich die Pflanzen, die immer ausgerottet werden. Und in dem sind aber auch die Insekten, oder, die dann keine Nahrung mehr finden. So. Ja, und dann habe ich irgendwie gewusst, ich muss, wenn ich damit arbeiten will, ist es einerseits eine Projektion, also eine Schattenprojektion, wo so quasi Pflanzen wieder wie in eine Lebendigkeit oder in eine Erinnerung hineinbringt. So. Und andererseits möchte ich aber etwas haben, wo eine Art so über das rausgeht, oder? Also über das Flüchtigen rausgeht, ein Statement quasi. Und dann wusste ich, das muss etwas Skulpturales sein. Ich darf nicht einfach getrocknete Pflanzen nehmen, sondern es muss skulptural sein und es soll eigentlich über das menschliche Mass rausgehen. Also eigentlich und dann ist klar, es ist ein Bronzeguss, weil Bronze hat ja im Prinzip einen Ewigkeitscharakter. Also, ich habe eigentlich das flüchtige Leben oder die Zeit von einer Pflanze in eine bestimmte Ewigkeit hineinbringen. Ja, und dann ist klar, jedes ist ein Unikat, weil jede Pflanze ist im Prinzip ein Unikat und ich will es nicht tausendmal nachmachen können. Also ich habe dann die da gesucht, wieder die Pflanzen. Ich habe sie katalogisiert. Die ganz grossen haben wir in Stückchen auseinandernehmen. Wir haben sie in Schamotte eingepackt, ganz fein. Zuerst so mit der Spritzpistole und dann immer fester, dass man eine schöne Form kennt. Wir haben sie ausbrennt im Ofen. Da hat man innen dran einen Hohlraum. Und der Hohlraum wird dann ausgegossen mit Bronze, also mit heißer Bronze. Die ist etwa 1000 Grad. Weil das ja ganz ein feiner Guss ist, also man kann es nachher vielleicht mal anschauen, hat das sehr präzise sein. Das heisst, ich habe ja schon mal so Arbeiten gemacht, wo ich Wiesenstücke quasi konserviert habe und abgegossen habe. Und dort haben wir schon die Erfahrungen gemacht mit diesen Wiesenstücken, wie das funktioniert und wenn es funktioniert. Und wir haben dort festgestellt, wenn die Form gerade direkt heiß aus dem Ofen genommen wird und dann wird noch die heiße Bronze reingegossen, dann fließt das alles besser und dann geht es in die finsten Stellen hinein.
Und die Schwierigkeit ist aber, das wieder auszupacken, oder? Also das ist dann von Art wie Archäologie, also man musste viel müssen abklöpfern, dann mit ein bisschen Wasser und dann so mit Pinseln. Also dass man die Feinheiten, die Details nicht wegklopft. Ja. Und dann, je höher eine Pflanze ist, desto mehr Teile braucht es, oder? Also damit es gut fließt. Und ich habe darum katalogisiert auch, und dass man es wieder beim Zusammensetzen, dass kein Fehler gemacht wird. Dass klar ist, welche Teile gehören zu was her. Das ist ja genau das Sterben gewesen. Das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel, um zu sagen, dass Ursula Bella also keine Widerstände, keine technischen Herausforderungen scheut. Ein bisschen nach dem Motto, das sie schon ganz jung als Studentin mitbekommen hat von der Moda Mattis. Man muss den Inhalt zur Technik kommen, über den Inhalt zur Technik kommen. Ich glaube, da ist so tief bei dir eingeprägt, dass du neben es willst und dann geht man einfach dahinter und man probiert, die Technik sich zu erarbeiten oder ein Know-how einzuholen. Und da ist die in all diesen Jahren wirklich sehr gut gelungen. Du hast selber einen Haufen neue Techniken für dich entwickelt, schaffst aber auch sehr gerne mit Leuten zusammen. Auch da etwas Interessantes, dass du also fähig bist für Zusammenarbeiten, angewiesen bist darauf und das auch weißt. Und schlussendlich in so intensiven, spezifischen Zusammenarbeiten auch ganz gute Resultate können erzeugt werden. Mir kommt es auch vor, es kommt ja wahnsinnig leicht daher. Wenn man da reinkommt, hat es so wirklich nichts zu tun mit den auch bekannten Stichworten von Flüchtigkeit und Ephemer, Verletzlichkeit, die Fragilität, die in vielen Werken von dir innewohnt. Und gleichzeitig hat es für mich so eine unzerreissbare, fast eine stählerne geistige, intellektuelle Struktur dahinter, die wie einem Faden durch die ganze Arbeit geht und wo wie in jedem Projekt einzeln spürbar, nicht sichtbar unbedingt, manchmal vielleicht schon, aber fast nicht sichtbar ist. Aber es ist so irgendwie die Arbeitskraft, die dahinter steckt und das ganze Konzept und das Durchziehen und das Aushalten und das Ausharren. Also, Ursula geht nie auf, bevor sie nicht dort angelangt ist, wo sie her wollte. Und wenn sie Tag und Nacht eine Ausstellung muss inszenieren muss und wenn es Widerstände gibt, die man nicht errechnen konnte, also alles schon miterlebt und manchmal geht es auch ein bisschen ringer, dann sind wir ja auch froh. Und ich glaube, die grosse Erfahrung hat dir auch schon viel geholfen. Und darum finde ich, ist das wirklich so ein Werk, wo ganz verschiedene Aspekte von deinem Können und für deine wunderbare künstlerische Arbeit aufzeichnet. Licht und Schatten spielt eine grosse Rolle in deiner Arbeit. Das Licht hast du wie ein Instrument alleweil mit einbezogen. Das Licht ist dir ein geschenktes Instrument gegeben, das du hast können, mit in die Arbeit nehmen hast können, neu inszenieren. Und praktisch in jeder Arbeit, die ich kenne, spielt das Licht eine Rolle. Auch da nicht so plakativ, vielleicht so offensichtlich, geht nicht einfach gerade am Licht. Aber das Licht hat entweder aus dem Untergrund, aus dem Hintergrund, in einer Projektion oder wie hier, hat das Licht eine ganz grosse Funktion. Und es kommt wahnsinnig schön selbstverständlich daher. Ich denke, da drin liegt aber dann auch die grosse Qualität von der Arbeit. Denn in dieser Brüchigkeit, in dieser verletzlichen Fragilität sind auch Themen wie also was passiert alles zwischen Vergänglichkeit und Beständigkeit. Also da auch interessant, dass der Wunsch, dass eben nicht die Naturhalm inszeniert wäre. Auch da wäre ja eine Möglichkeit gesehen, aber ich glaube, dann wäre es nicht Ursula Palla. Da geht es auch und das ist ja auch sehr eine interessante Geschichte. Aber für die hat es müssen, umgesetzt werden in Bronze, die eben eine andere Beständigkeit hat, aber nicht einbüßt an Fragilität und Verletzlichkeit.
Das ganze Filigrane ist manchmal kippt es fest, oder? Also darum, es geht dann wirklich wie zum Bruch. Vielleicht kennen Sie eine ganz frühe Abend von dir, wo auch wieder eine fantastische Begegnung ist und in dieser Langmatte auch sehr schön inszeniert worden ist. Es gibt einen wunderbaren Blumenstrauß, voll Poesie, farbig, wo man gerade so möchte reinlegen. Und wenn man kommt, irgendwann im Video in zersplittert, er explodiert und bricht in sich zusammen. Also es hat auch eine Hintergründigkeit zwischen einer hohen Ästhetik, die plötzlich umkippt in eine andere Funktion, in andere Ebene. Und das Parallele von Schönheit und Vergänglichkeit, ich denke, das ist eine der grossen Qualitäten, die du hast. Und ja, ich möchte dir zu dem gratulieren, dass da. Es ist ja interessant, dass frühe Arbeiten in neuen Installationen auch wieder den Platz bekommen und neue Zusammenhänge geschaffen werden können. Darum, landläufig sagt man, sie ist Videokünstlerin, aber sie ist eben viel mehr als Videokünstlerin. Sie macht zwar Film, aber in ihren Film schreitet sie hin und her auch zwischen gebauten, arrangierten, kleinen Welten, wenn man allenfalls mal bei ihr ins Atelier kommt. Da ist nebens, wo man vielleicht aus einem Video kennt, im ganz kleinen Format, auf einem Gestell oben vorhanden. Und da gibt das Video gibt ihr eben die Möglichkeit, um die Realitäten, die sie schafft, wie im Modellformat, in ganz andere Dimensionen zu transportieren. Und denkt, um die anderen Dimensionen dann eben auch zu denken. Also für die Produktion muss sie vielfach von einer grösseren Dimension eben retour denken, in eine kleine Dimension. Und letztlich ist es wie ein freies, wunderbares Spiel zwischen Erschaffen und Projizieren, zwischen neben dem, was real ist, neben dem, was vielleicht, man könnte sagen, vortäuscht ist, künstlerische Realität, die mit einem Hintergrund schafft, der ganz schlicht und einfach und viel kleinformatiger ist. Ich denke, das gehört fest zu deiner Arbeit. Ich würde vielleicht noch fragen, wie. Es ist ja für dich jetzt eine neue Erfahrung, den Teich zu installieren. Weil man kann das nicht unbedingt ausprobieren, den Ort wechseln alle Weile. Wie hast du da erfahren, dass das hier da zustande kam? Also ich hatte ja das Modell und dort ist der Spiegel eigentlich aus zwei Teilen bestanden, also nicht aus diesen Spiegelplatten. Und ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass ich eine Fläche, also zwei Flächen machen, aber die nicht in sich drin noch gebrochen sind. Und als ich aber dann da unten gestanden bin, ist mir das wie. Ja, es ist mir einfach. Es hat mir die Ebene gefällt, die ich eigentlich noch gesucht habe. Und zwar auf eine Art. Ich wollte nicht einfach den Raum spiegeln, sondern ich habe. Den Moment vom Wasser wieder zurückholen, das war mir sehr wichtig. Und ich habe den Moment von einer gebrochenen Spiegelung auch gesucht. Also, dass die Architektur, die sich darin spiegelt, dass die nicht eins zu eins gespiegelt ist, sondern dass sie wie gebrochen wird. Das hat mich sehr interessiert. Und natürlich dann der Lichtmoment, dass ich ja ein kleine Fluter gesetzt, der so tief gesetzt ist, dass es eine Abstrahlung gibt, die so an Wellen könnte erinnern könnte. Oder so an Wasser erinnert. Und mir war dann klar, ich muss irgendwie so eine gebrochene Situation schaffen. Und dann ja, habe ich mit Spiegelplatten angefangen zu experimentieren. Das war die Frage von der Grösse. Weil es ideal ist, dass es nicht nach Badzimmer aussieht. Ja, das sind dann halt so die Fragen, die ich dann immer muss wirklich ausprobieren muss. Und dann, ja, habe ich da unten einfach losgelegt. Das Loslegen ist zu einem wunderbaren Resultat gekommen. Schauen Sie sich da vielleicht auch nachher noch mal an und noch ein paar andere Aspekte. Man hat, wenn man so an die Wand schaut, und das hat man wirklich das Gefühl,
oder schaut man zweimal und hat das Gefühl, die Wellen bewegen sich. Also es könnte wie eine Projektion aussehen, es ist keine Projektion, es ist wirklich nur mit dem Fluter hergestellt. Also eine ganz clevere und interessante Art, um eben nicht nochmal mit einem Video darauf herzugehen, sondern auch die Reduktion wirklich ausprobieren und schlussendlich alles, was vielleicht auch noch andenkt war, davon wegzunehmen. Und dieser Kraft jetzt von diesem Spiegelfeld, das so ein bisschen bewegt ist und durch das eben auch die Brüche verursacht, um dem die Kraft zu lassen und es nicht noch wieder zuzudecken mit irgendwelchen Bäumen oder so. Also die Säulen könnten ja stilisierte Bäume sein oder Antönungen von Bäumen, wo durch die Spiegelung eben wie ein Himmel, aber auch wie ganze Tiefe hineinwachsen. Also all die Beidseitigkeit, das ist auch so ein wichtiger Grundsatz oder ein von diesen Faktoren, der zu deiner Erbe gehört. Es hat schon man könnte sagen, etwas Paradiesisches. Beide Arbeiten und vor allem der Teich, ein Paradies, wo unergründlich ist, wo sichtbar, nicht nur sichtbar ist, aber der ganz, ganz Geheimnis in sich birgt, wo über die Ebene aus viel weiter geht als da, wo im Raum inszeniert ist. Das Geheimnis ist, kannst du manchmal durch Erklärungen wie lüften. Und gleich, wenn man eine Arbeit anschaut, hat jede Arbeit hat ein eigenes Geheimnis, das sie eben behalten kann. Darum sieht man deine Sachen nie, die ganz technischen Hintergründe sieht man denen nie an, sondern sie können so leicht und heiter und filigran daher, dass sie wie ein grosses Geheimnis entweder für sich behalten oder man kann es für sich aufnehmen. Es ist einfach da, es steht zur Verfügung. Kunst ist ja all wunderbar, man muss Kunst nicht unbedingt verstehen, in Anführungszeichen, oder sie unbedingt in sich aufnehmen. Man kann da damit machen, was man selber will. Und ich denke, da ist, du bietest hier eine sehr schöne Plattform, um das relativ unverkrampft und locker zu nehmen und eine eigene Begegnung mit künstlerischen Ebenen inszenieren. So sind, wie man könnte sagen, die künstliche Natürlichkeit, die hier konkret entstanden ist, täuscht vielleicht neben das Fahr. Ist es eine Vortäuschung, die man nicht will? Aber in dieser Erscheinung eines Werks liegt eben genau das Zentrum und das ganze Geheimnis und die ganze Qualität der Arbeit. Magst du noch irgendwo einsteigen? Das kommen wir dann langsam zum Schluss. Ja, also jetzt, was nochmal, um da drauf auf den leeren Garten zu kommen. Also der Begriff ist mir dann auch gerade in den Sinn gekommen, als ich dort im Januar in dem Garten gestanden bin. Ich wusste, ich mache einen leeren Garten. Aber ich habe das Bild noch nicht im Kopf gehabt, wie das wird aussehen. Das war der Prozess gewesen. Für mich ist das aber eigentlich noch ein schöner Zustand gewesen, der Januar in Giverny. Also ich habe gemerkt, das ist, wie wenn die Natur Pause hätte. Also sie zieht sich zurück, es ist eine Art Pause. Es ist nicht so ein strenger Winter gewesen, ein bisschen milde Tage hat es gehabt, dass so ein paar Unkräuter noch haben können im November, Dezember wachsen und ich die Restbestände gesehen habe. Und also es war wie eine Pause vom Menschen, hatte ich das Gefühl, oder? Aber auch eine Pause, in einer Pause von dem Wachstum, oder? Während sein Vergehen. Und ich habe dann gewusst, die Arbeit, die ich hier mache, das ist eine Auseinandersetzung mit, was verstehen wir unter Natur, oder? Wie sehen unsere Gärten aus? Was sagen wir, was ist Natur und wie können wir die Natur eigentlich in dem Sinne konstruieren? Also, was tun wir ausgrenzen, was tun wir ausrotten, welchen Platz geben wir bestimmten Pflanzen und
Ja, oder eben nicht. Aber auch Tiere. Oder. Und ich wollte das aber nicht als sehr, wie soll ich sagen, so ernststimmig Arbeit. Deswegen hat es die Projektion da drin auch. Sondern es war für mich wie eine Pause, oder? Wo man darüber nachdenken kann. Also wie die Natur sich auch die Pause gibt, oder? Dass wieder neu kann, etwas Neues entstehen. Und eigentlich ist es auf eine Art auch sehr eine zuversichtliche Arbeit. Weil es ist wie eine Pause und jetzt ist alles wieder möglich. So. Das ist eigentlich der Grundgedanke hinter dieser Arbeit gewesen. So. Ja, ich hoffe, euch geht es wie mehr. Also deine künstlerische Arbeit insgesamt und jedes Projekt im Einzelnen hat für mich eine grosse Faszination und eine grosse Anziehungskraft. Eine Faszination durch eine Poesie, die da ist, durch eine Ästhetik, durch gleichzeitig aber auch Brüchigkeit, Fragilität, die uns mit den eigenen Gedanken zurücklässt, die Fragen und Händefragen bewirken kann, ohne dass sie belehrend wirkt, ohne ein Dogma, das wir uns anstellen müssen, sondern eine grosse Freiheit gibst du uns mit deinen Arbeiten. Und insgesamt öffnen sie neue, weite Räume für uns. Und ich finde es auch schön, das Wort zuversichtlich an den Schluss zu setzen. So kann uns der Schattengarten eigentlich zuversichtlich stimmen, auch für eine Zukunft, wo wir hoffentlich noch ganz viele Arbeiten von dir sehen können. Danke vielmals, Ursula.